Die Verwendung des Keyloggers ist denkbar einfach. Stecken Sie ihn einfach an Notebook, Rechner, Laptop etc. an und er wird sofort als Wechseldatenträger erkannt. Öffnen Sie die Datei panel.exe. Damit öffnet sich das Hauptfenster. Mit einem Klick auf Monitoring installieren wird die Computerüberwachung installiert. Während der Überwachung können Sie den USB-Stick vom PC entfernen. Eine Datenübertragung per E-Mail-Versand ist möglich, Sie müssen dafür nur Ihre E-Mail-Adresse konfigurieren. In diesem Beispiel sollen nur die Screenshots per E-Mail übertragen werden. Ich tippe nun einen Beispieltext, den wir später in den Tastaturaufzeichnungen sehen werden und auch im Screenshot. Zur bequemen Überwachung aus der Ferne kommen die Daten direkt an Ihr gewünschtes E-Mail-Konto. In diesem Beispiel ist eine E-Mail mit Screenshots zu sehen. Hier sehen Sie eine Bildschirmkopie, die per E-Mail gesendet wurde. Um die Daten direkt am PC abzulesen, muss der USB-Stick wieder eingesteckt werden. Klicken Sie dafür auf Daten übertragen. Dann können Sie sich die Daten anzeigen lassen. So sieht dann die Übersicht der Tastaturanschläge aus. Wenn Sie das Programm deinstallieren, werden keine Spuren auf dem Rechner hinterlassen. Erwerben Sie den Keylogger auf www.alarm.de.